Der Buddhismus lädt die Menschen dazu ein, Achtsamkeit, Güte und Toleranz einzuüben und die gegenseitige Abhängigkeit aller Lebewesen anzuerkennen. Die Begegnung mit dem Buddhismus kann in einer Welt ohne Maß zu einem neuen Denken und Handeln führen. Davon ist der Religionswissenschaftler Michael von Brück überzeugt. In der Sternstunde Philosophie gibt der Yoga- und Zen-Lehrer Einblick in die Welt der buddhistischen Philosophie und berichtet von seinen eigenen Erfahrungen mit der indischen Geisteswelt und ihrer faszinierenden Verbindung von tiefer Frömmigkeit und intellektueller Schärfe. Das Gespräch leitet Norbert Bischofberger. Herr von Brück, Sie sind Professor für Religionswissenschaft an der Universität München. Sie sind auch Yoga- und Zen-Lehrer. Sie bieten eine Einführung ganz praktisch in die Theorie und in die Praxis der Zen-Meditation auch an der Universität. Wie bringen Sie diese beiden Welten unter einen Hut? Das hat zwei Aspekte. Theorie und Praxis gehören meines Erachtens immer zusammen. Das ist vielleicht vergleichbar einem Musiker und einem Musikwissenschaftler. Ein Musikwissenschaftler, der keine Ahnung von der Praxis der Musik hat, wird einiges sagen können, aber dann doch nicht in die Tiefe der Musik eindringen. Und ein Musiker, der zwar praktiziert, aber die historischen Zusammenhänge, Hintergründe, auch die Bedeutungszusammenhänge nicht versteht, wird letztlich nicht zu einer ganz tiefen Musizierpraxis kommen können. Und so ähnlich ist das in der Religion auch. Das heißt, für Sie gehört beides ganz natürlich zusammen. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht Ihre Kolleginnen und Kollegen, die die hehre Wissenschaft aufrechterhalten, das nicht so sehen. Ja, wissen Sie, diese Abgrenzungen sind natürlich ererbt und sie haben eine gewisse historische Berechtigung auch, insofern sich die Wissenschaft als ein unabhängiges System von Fragen, Antworten und sowas in der europäischen Kultur hat herausbilden müssen. Aber ich erlebe eigentlich wenig Widerstand. Natürlich sind das zwei verschiedene Dinge. Auch die Methodik eines wissenschaftlichen Bewusstseins und wissenschaftlichen Denkens ist etwas anderes als Zen zu praktizieren. Aber wir sind Menschen in verschiedenen Bezügen, mit verschiedenen Identitäten. Und das aber dann nicht nur nebeneinander zu praktizieren, sondern aufeinander zu beziehen, das hat sich in meiner Praxis als Universitätslehrer, aber auch als Zen-Lehrer, glaube ich, sehr fruchtbar erwiesen. Der Buddhismus ist in Europa und in Amerika auch so etwas wie eine Modeströmung geworden. Es gehört dazu, sich für den Buddhismus zu interessieren. Wie grenzen Sie sich von Buddhismus als Modeströmung ab? Ja, Sie haben völlig recht. Und man merkt das sehr schnell. Da kommt ein sehr verdünnter Buddhismus oder einige Schlagworte eines guten Lebens oder auch eines vielleicht etwas freizügigeren Lebens über die Bühne und gibt sich einfach mit dem Etikett Buddhismus eine gewisse Seriosität. Aber das sind eigentlich nur Randerscheinungen, auch in der Popszene oder hier und da. Man kann beobachten, dass eigentlich seit dem 19. Jahrhundert in Europa und in Amerika eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Buddhismus bei Künstlern, bei Philosophen, bei Ärzten, also bei Intellektuellen da gewesen ist, auch Schriftstellern, Psychologen. Zum Beispiel Siddhartha von Hermann Hesse. Natürlich, das ist ein Werk, das ja auch sehr viel Verbreitung gefunden hat. Nicht wahr? Genau. Und es beginnt eigentlich in Europa, jedenfalls in Deutschland, mit Schopenhauer, dann auch Nietzsche, Richard Wagner und so weiter. Und das ist also ein langer und kontinuierlicher Strom, dass jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg über die intellektuellen Kreise hinaus sehr weite Bevölkerungsschichten vom Buddhismus angetan sind. Das hat sicherlich verschiedene Ursachen. Eine ist die neue Möglichkeit, mit asiatischen Kulturen in Kontakt zu kommen, aus verschiedenen Gründen, wie wir alle wissen. Eine andere ist sicherlich die Glaubwürdigkeitskrise des Christentums in Europa, und zwar jeder konfessioneller Gestalt. Aber eine andere ist auch noch die buddhistische Lebenswirklichkeit und die buddhistische Philosophie, die nun zunächst mal jedenfalls auf wissenschaftliche Fragestellungen, auf wissenschaftliche Methodiken, systemtheoretischer Art und so weiter viel besser eingehen zu können scheint als klassische christliche lebensontologische Modelle, Gottesmodelle und so weiter. Rationalität, Individualität im Westen, Ganzheitlichkeit, meditative Erfahrung im Osten. Ist an dieser klischierten Gegenüberstellung ein Körnchen Wahrheit dran? Wenig. Und wie es immer so ist mit Argumenten, man argumentiert immer für und gegen etwas zugleich. Und meine
wenn ich jetzt etwas dazu sage, dann eher gegen dieses Klischee. Natürlich gibt es in beiden Traditionen Ganzheitlichkeit, was man auch immer darunter verstehen mag. In beiden Traditionen gibt es das, was wir das Mystische nennen. Aber genauso wenig, wie man von dem Westen sprechen kann, hier gibt es so unterschiedliche Philosophien, auch ganz unterschiedliche Religionen, kann man von dem Osten sprechen. Nicht wahr? China und Indien sind schon zwei ganz unterschiedlich geartete Kulturen. Und der Buddhismus, der dann zwar beide betrifft, der ist von Indien ausgegangen und hat dann in China missioniert und hat China auch sehr stark beeinflusst. Aber auch der Buddhismus hat sich in China sehr verschieden ausgeprägt von dem, was ursprünglich in Indien der Anfang war. Also man muss das ja differenziert sehen. Und es gibt auch in Indien etwa eine sehr starke Rationalität. Es gibt erkenntnistheoretische Systeme, es gibt religionskritische philosophische Systeme seit Jahrtausenden, wie in Europa auch. Und dass man also etwa von meditativer Erfahrung im Osten und Rationalität im Westen spricht, zeugt eigentlich eher von Unkenntnis als von... Gleichwohl, was hat Sie selber persönlich fasziniert am Buddhismus und warum haben Sie es als notwendig erachtet, auch in diese Tradition, in die Praxis hineinzugehen? Wissen Sie, es ist ganz interessant bei mir gewesen. Ich habe mich zunächst mit der Sanskrit-Sprache beschäftigt. Das kam aus meinem Deutschunterricht und dann an der Universität. Hing mit der deutschen Romantik zusammen. Man suchte Brüder Grimm, Schlegel und so weiter. Man suchte nach der Ursprache, nach der Wiege der Zivilisation und glaubte in einigen Kreisen, die halt im Indischen finden zu können und dort besonders in der Sanskrit-Sprache. Das hatte mich als Schüler fasziniert und dann habe ich das an der Universität studiert. Und über diese Sprachstudien, also letztlich über ein Interesse an der deutschen Romantik und an der Ästhetik der deutschen Romantik, habe ich dann indische Texte gelesen und war fasziniert. Die Upanishaden, die Bhagavad Gita. Ich war fasziniert genau von der Verbindung, die Sie ansprechen. Meditative Erfahrung, intuitive Erfahrung, wie ich sie aus der Kunst, aus der Musik kannte, und glasklare Rationalität, Begriffsunterscheidungen. Die Rede davon, dass Begriffe nicht die Wirklichkeit erfassen können, also fast schon konstruktivistische Theorien und so weiter, wie ich es in der europäischen Tradition jedenfalls bis dahin noch nicht wahrgenommen hatte. Das hatte mich fasziniert. Und das waren die sogenannten hinduistischen Philosophien. Mit dem Buddhismus hatte ich mich gar nicht theoretisch beschäftigt, sondern durch einen deutschen Jesuiten, Pater Lassalle, das Zen kennengelernt und praktiziert. Aber als Meditationspraxis. Ich habe nie Buddhismus studiert. Dann lernte ich den Dalai Lama kennen, auf verschiedene Art und Weisen, die ich jetzt nicht beschreiben will. Und diese Persönlichkeit hat mich so fasziniert und diese Begegnung so geprägt. Das war eine Stunde, aber die hat großen Einfluss auf meinen weiteren Werdegang gehabt, dass ich anfing, dann auch den Buddhismus systematisch zu studieren. Das heißt, die Schriften, die historischen Zusammenhänge und so weiter. Aber Sie haben es ein bisschen angedeutet. Sie haben so etwas, was Sie gesucht und vielleicht im Buddhismus auch gefunden haben, in der Musiktradition bei uns gefunden. Ist das so? Ich bin in der Musik aufgewachsen. Ich habe in einem Knabenchor gesungen. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, was sehr stark von der Musik geprägt war. Habe dann während des Studiums im Chor gesungen, habe selbst auch mal dirigiert und ein bisschen komponiert. Das heißt, ich bin davon ohne großes Nachdenken einfach geprägt worden. Und in der Musik, wenn ich jetzt später darüber nachdenke, glaube ich, fasziniert mich auch das Zusammenkommen von unmittelbarem Erleben, bei dem alle Sinne, natürlich besonders der Hörsinn, aber nicht nur, alle Sinne ganz tief betroffen sind, und gleichzeitig doch eine geradezu mathematische und geometrische Struktur eben in der musikalischen Form da ist. Also dieses völlige Zusammenkommen, wenn man so will, von intuitiver Einheit, Einheit der Zeit in dem musikalischen Erlebnis verbindet sich das und analytischen, zahlenmäßig, quantitativ feststellbaren Zahlensätzen, die sich in der Polyphonie zum Beispiel darstellen. Das hat mich fasziniert. Und ich glaube, dass da wirklich eine Verbindung besteht auch zu dem, was man dann in völlig anderer Sprache und Erlebnisform im Buddhismus durch die Meditation wiederfinden kann. Das heißt, es wäre auch möglich, das in unserer Tradition zu entdecken und zu erleben. Aber sicher. Sprechen wir über einige Aspekte buddhistischer Philosophie. Es ist so etwas wie das Zentrum des buddhistischen Denkens, die Frage des Leides und die Frage, wie Leid überwunden werden kann. Wie ist es denn in der buddhistischen Sicht? Wie wird Leid überwunden?
Wir haben bei dieser Frage schon das erste Problem jeder interkulturellen Begegnung, nämlich das der Übersetzung. Klar. Wir sind seit dem 18., 19. Jahrhundert gewohnt, den buddhistischen Begriff, der hier steht, nämlich Dukkha, mit Leid zu übersetzen. Und das ist natürlich auch nicht ganz falsch, aber auch die Vorstellung von Leid und Leiden, und schon zwischen diesen beiden könnte man unterscheiden, verändert sich in Europa. Und es ist sehr die Frage, ob wir heute, was wir unter Leid verstehen, wirklich mit dem Begriff Dukkha, wie er aus dem Buddhismus kommt, äquivalent stellen können. Also wir sprechen jetzt die sogenannten vier edlen Wahrheiten an, die eben gerne so übersetzt werden in dem ersten Satz, alles Leben ist Leid. Genau, Sarvam Dukkham, alles ist leidvoll. Das würden Sie etwas anders übersetzen. Ich versuche zu übersetzen, keine sehr schöne Übersetzung, die es aber, glaube ich, besser trifft, alles ist frustrierend oder ist Frustration. Inwiefern? Diese Frustration oder das Leiden eben dann entsteht dadurch, dass ich ein inneres Bild entwickle, einen Wunsch entwickle, die Wirklichkeit also nicht wahrnehme, wie sie ist, sondern unter den Projektionen meiner früheren Erfahrungen, meines Karma, jetzt kennen wir weit in die buddhistische Philosophie und so weiter, etwa einen anderen Menschen nicht so sehe, wie er mir begegnet, sondern in den Rastern, die ich schon längst habe, und er entspricht, oder die Wirklichkeit entspricht dem nicht. Das heißt, ich bin frustriert. Ja, Projektion. Es sind letztlich die Projektionen. Und diese Projektionskraft des Bewusstseins, das Bewusstsein ist also nach buddhistischer Vorstellung nicht einfach passiv und nimmt Eindrücke auf, sondern es projiziert ständig seine eigenen Muster. Und dies führt dazu, dass ich nicht der Wirklichkeit begegne, sondern immer nur einem bestimmten Bild von mir selbst. Und man kann sagen, dass die Überwindung oder das Fallenlassen dieses Zusammenhangs die ganze buddhistische Meditations- und Denkpraxis ist. Leidvoll ist dann etwas, wenn ich etwas möchte, was nicht so ist und ich nicht bekommen kann, und ich reagiere dann, wenn ich es nicht bekommen kann oder das andere, der andere Mensch zum Beispiel, sich widersetzt, entsprechend mit Abneigung, mit Hass. Gerade wenn meine Begierde zu ergreifen frustriert wird, reagiere ich so, und das setzt den ganzen Leidenskreislauf in Bewegung. Und ich halte diese buddhistische Analyse für richtig. Ich halte sie nicht nur für richtig, sondern für äußerst hilfreich, das eigene Bewusstsein so zu schulen, dass eben genau diese Projektionen durchschaubar werden und nicht nur intellektuell, sondern tatsächlich auch existenziell man langsam, es dauert sehr lange, langsam lernt, einen anderen Weg zu gehen. Also das ist etwas, das in unserem Leben ganz praktisch passiert, wenn wir ungehalten sind, wenn wir ungeduldig werden, es läuft wieder nicht, wie wir wollen, in der Art in Frustration. Nicht wahr? Diese Leidensanalyse ist keine metaphysische in dem Sinne, dass man ganz allgemeine Aussagen über die Welt machen will, sondern das ist überhaupt nicht die Art des Buddhismus, jedenfalls des frühen Buddhismus, sondern der Buddha analysiert die Art und Weise, wie das Bewusstsein funktioniert, und er sagt, schau, es ist so und so, du nimmst so und so wahr, weil du projizierst, und daraus folgen die und die Denkbewegungen, daraus folgen die und die Gefühlsreaktionen, die dich so und so handeln lassen. Und der gesamte buddhistische Weg besteht daran, dies transparent, durchsichtig, begreifbar zu machen und nun eine Methode anzubieten, anders in der Welt zu sein. Jetzt diese Methode, die sollte zur Erleuchtung führen. Und da gibt es eigentlich einen Dreischritt. Das wäre das Handeln, die Meditation und die Erkenntnis, wenn ich jetzt sehr stark vereinfache. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch, dieser Lebensweg? Das sind Gliederungen, die nun in der indischen Philosophie, in der indischen Tradition gang und gäbe waren. Ich glaube auch nicht, dass sie der Buddha als erster so eingeführt hat, dass man also sagt, in buddhistischer Terminologie, das erste ist Sila, also das tugendhafte Handeln. Das zweite ist Samadhi, also die Versenkung des Bewusstseins. Und das dritte ist Prajna, die Weisheit. Alle hängen miteinander zusammen. Ich kann nicht angemessen handeln, ohne versunken zu sein und ohne letztlich schon wenigstens ein Körnchen Weisheit entdeckt zu haben und umgekehrt. Aber es zeigt vielleicht die drei Dimensionen. Versenkung des Bewusstseins, also Meditation, sagen wir ganz einfach, alles, was mit der Pflege des inneren Wesens zu tun hat, hat unmittelbar mit dem Handeln zu tun, mit der Praxis meines Lebens. Und das wiederum ist nicht einfach irgendeine Praxis, sondern hängt zusammen mit der Art und Weise, wie ich die Dinge erkenne, wie ich die Welt erkenne, wie ich mich selbst erkenne. Oder anders ausgedrückt, erkennen und handeln. Das, was in meinem Bewusstsein, in meinem Kopf ist, und das ist, was ich mit den Händen, den Füßen und
allen Sinnen tue, sind aufs Innigste miteinander verflochten. Der Mensch kann nicht auf Dauer da in völlig getrennten Welten leben. Und das scheint mir eigentlich diese Formel letztlich zu sagen. Und dieses Handeln, wenn Sie das noch etwas ausdeuten, also ein Element, das immer wieder genannt wird, ist die Verbindung aller Lebewesen zum Beispiel. Aber was heißt das konkret, Handeln? Also dieses Shila, das sind die Tugenden, wie sie nun eigentlich in der indischen Tradition entwickelt worden waren. Wir könnten sagen, so etwas wie die 10 Gebote, aber jetzt nicht mosaisch, sondern indisch. Was der Buddha dort aufnimmt, sind Dinge, die in der indischen Tradition schon gang und gäbe waren. Also vor allem das Prinzip der Gewaltfreiheit, das kommt aus einer anderen Religion, dem Jainismus. Ahimsa oder das Gebot des Nichtstehlens, der Wahrhaftigkeit und so weiter und so fort. Das sind die Lebensbezüge, in denen wir sind, die nun alle so gestaltet werden sollen, dass anderes Leben nicht verletzt wird. Das ist eigentlich das Hauptprinzip. Das geht natürlich im praktischen Leben nicht ständig. Wir müssen uns von Lebendigem ernähren, auch wenn wir Vegetarier sind. Aber es ist etwas anderes, ob ich diese Bewusstseinshaltung habe, also zum Beispiel nicht zerstöre, aufgrund der Einsicht, jetzt kommt das andere zusammen, aufgrund der Einsicht in den, wie Sie sagten, Zusammenhang aller Lebewesen. Ich stehe nicht der Natur gegenüber, sondern ich bin Teil der Natur, wer immer jetzt ich eigentlich ist. Und so sind alle Lebewesen aufs Engste miteinander verbunden. Letztlich, und das ist die buddhistische Spitzenerfahrung und Kernaussage, wenn man so will, letztlich sind alle Lebewesen so miteinander verknüpft, dass sie im Kreislauf der Geburten, jetzt kommt die Reinkarnationsvorstellung, schon einmal Mutter und Vater gewesen sind. Und so intim und eng und respektvoll, wie ich mich, wir sind in der indischen oder auch in der chinesischen Kultur, Mutter und Vater gegenüber verhalte, so soll ich mich angesichts dieser Erkenntnis allen Lebewesen gegenüber verhalten. Also das klingt jetzt sehr einfach und selbstverständlich, gar nicht nach großen Verrenkungen, die man da vollführen müsste. Buddhismus ist keine Philosophie der Verrenkungen, sondern versucht das ganz Einfache, das Alltägliche, also das, was am Anfang der Wahrnehmung des Handelns steht, lateinisch das Prinzipielle, bewusst zu machen und nun eben bewusst zu gestalten. Er bleibt nicht dabei stehen zu sagen, der Mensch ist böse oder der Mensch ist gut oder dies und das, sondern fragt, was sind die Bedingungen in unserem Bewusstsein, die uns so und so empfinden, wollen, handeln lassen. Und die auch ein Vorwärtskommen verhindern. Richtig, die ein Vorwärtskommen verhindern. Und Vorwärtskommen heißt, eine integrierte Sicht, ein glückliches Leben zu gewinnen. Jetzt diese Erleuchtung. Ich habe bei diesem deutschen Jesuiten Enno Mialassal, Sie haben ihn genannt, Sie sind ihm persönlich begegnet, eine Stelle gefunden, wo er über die Erleuchtung spricht. Er sagt, man kann den Zustand der Erleuchtung wohl als ein Hinaufgerissensein auf eine höhere Ebene bezeichnen. Es herrschen vollkommene Einheit, Ruhe und Friede. Kennen Sie solche Zustände? Ja. Wobei jede Beschreibung einseitig ist und wieder an Sprache gebunden ist. Ich könnte auch, Anführungsstrichen Erleuchtung, ganz anders beschreiben, indem ich sage, es ist Friede, aber Friede in der Bewegung, in der Ekstase, in dem Wirbel des Einsseins. Also die Metapher der Ruhe ist eine Möglichkeit und sie ist richtig. Aber gleichzeitig steht das nicht der Bewegung oder dem Lebendigsein gegenüber. Erleuchtung ist nichts Totes. Nun ist ja das Wort Erleuchtung ein westliches. Und es knüpft an die Metaphorik des Lichtes, des Lichtwerdens, des Hellewerdens, die wir in vielen Religionen haben, auch im Buddhismus. Aber im Buddhismus ist das Wort, was hier eigentlich ursprünglich im Indischen gebraucht wird, etwas anderes, Bodhi, nämlich das Erwachen. Es wird verglichen eher dem Erwachen aus einem Schlaf, zu einem wachen, ganz hellen Bewusstsein, das die Dinge wahrnimmt. Und auch wenn dann dieser Begriff übersetzt wird ins Chinesische, im Zen oder ins Japanische dann heißt Kensho nicht Erleuchtung, also nicht Licht, sondern heißt die Einsicht, das Hineinschauen in das Wesen der Dinge. Also man darf sich bei Erleuchtung vielleicht nicht vorstellen, jetzt wird es plötzlich Licht, wenngleich natürlich auch das Erwachen mit Licht wiederum zusammenhängt, sondern es ist eine
eine Integration des Bewusstseins, völlige Konzentration, bei der alle Gefühlskräfte, alle Willenskräfte, die Wahrnehmung tatsächlich eins werden. Es entsteht kein Unterschied mehr zwischen Dichotomie. Man kann es nicht in Worten beschreiben. Ich nehme an, das ist etwas, was aus der Meditationspraxis jetzt bei Lassalle kommt. Natürlich, ja. Und aber im Leben stattfindet. Also nicht ein Zustand ist, der in ein Jenseits verschoben wird, sondern im Leben stattfindet. Und welche sind dann die Konsequenzen? Es kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Also die diese tiefen geistigen Zustände, Versenkungszustände, sagen wir mal ganz allgemein, Buddhismus unterscheidet da sehr, sehr viele Stufen. Er beobachtet seit Jahrtausenden nun ganz genau diese meditativen Prozesse. Also diese Samadhi- oder Samapatti-Zustände, wie sie heißen, werden untergliedert. Die haben alle damit zu tun, dass zunächst einmal die Zerstreuung des Bewusstseins oder die ständige Anregung durch Eindrücke von außen unterbunden wird. Das Bewusstsein schaut sozusagen in sich selbst. Deshalb sitzt man in Ruhe, deshalb meditiert man, deshalb kontrolliert man den Atem und so weiter und so fort. Und das ist also eine Sache, die schon auf dem Meditationskissen meistens jedenfalls zunächst mal intern passiert. Aber dann kommt sofort, und das ist im Zen zum Beispiel die ständige Bemerkung seit Anfang an, das bewährt sich jetzt oder zeigt sich im ganz Alltäglichen. Es gibt überhaupt keine Trennung von Alltag und Sonntag oder von metaphysischem oder religiösem oder hochabgehobenem und der Art und Weise, wie ich im Alltag meine Schuhe zubinde oder wie ich sie anschaue oder wie ich mein Teeglas anfasse und trinke. Sehen Sie, das ist eine Frage der Achtsamkeit, dass ich wirklich schmecke, was ich trinke, dass ich tue, was ich jetzt tue und nicht meinen Geist zerstreut habe. Denn wenn er zerstreut ist, nehme ich die Dinge nicht wahr. Ja, und vor allem, ich denke immer voraus, was ich als nächstes mache, anstatt darauf zu achten, was ich jetzt mache. Schau, genau. Das ist nur wieder etwas, was in der Mystik des europäischen Tradition bei Eckhart, Nicolas von Kues und anderen ganz bekannt ist, was wir in der islamischen Mystik bei Rumi kennen oder in der jüdischen Mystik, also und ganz genauso in Ostasien, bei allen, die wirklich mit sich selbst tiefe Erfahrungen machen und nicht nur mal zufällig, sondern systematisch trainieren. Dass nämlich das menschliche Bewusstsein dazu tendiert, zu flüchten, aus welchen Gründen auch immer, das können wir vielleicht später noch bereden. Entweder in die Vergangenheit, ich hänge irgendwelchen Fantasien nach, entweder, ach, wie schön war es doch in meiner Kindheit und wie jammervoll jetzt. Oder wie schrecklich waren meine Eltern oder die Zustände und so weiter. Oder in die Zukunft, dass ich ständig vom Wünschen lebe. Wenn ich nur erst diese Stufe geschafft habe, wenn ich das Examen hinter mir habe, wenn ich die Familie gegründet habe, dann beginnt mein Leben. Oder wenn ich die erste Million verdient habe, dann. Jetzt mache ich mir Stress und lebe eigentlich nicht, aber dann. Alle Erfahrenen. Im Mittelalter sagte man, im deutschen, europäischen Mittelalter, sagte man Lebemeister, die also wirklich etwas vom Leben verstehen, Eckhart und so weiter, wissen, es gibt nur das Jetzt, es gibt nur das Hier. Und das Bewusstsein darauf zu konzentrieren, das ist schon der erste Schritt wirklich zu einer intensiveren Lebenserfahrung, die uns dann auch hilft, diese Tendenzen zur Gewalt, wie wir es ganz am Anfang sagten, zu überwinden. Und wirklich da zu sein. Jetzt wird es schon etwas schwieriger. Ist es deswegen, dass jetzt die Reinkarnationsvorstellung, die Vorstellung der mehrmaligen Erdenleben ins Spiel kommt, dass man das gar nicht in einer irdischen Existenz nach buddhistischer Sicht erlangen kann? Das ist eine schwierige, eine weitgehende Frage, weil natürlich sämtliche indischen Kulturen, und nicht nur die indischen, auch die griechische und viele andere, diese Reinkarnationsvorstellungen herausgebildet haben. Es ist aber so, ich spreche eher gerne von einem Mythos der Reinkarnation, der dann in ganz unterschiedlichen Theorien sich niederschlagen kann, dass ja die Frage, was eigentlich wiedergeboren wird, was eigentlich eine gewisse Permanenz hat, ganz umstritten ist. Und gerade im Buddhismus, der ja nun nicht von einem permanenten Ich ausgeht. Das hat zur Folge, dass diese indische Vorstellung von Reinkarnation bei der Übersetzung des Buddhismus nach China und nach Ostasien zwar mitgeführt wird, aber kaum eine praktische Rolle spielt, weil das nicht in der chinesischen Kultur ist. Denn die Frage, ob ich in diesem einen Leben konzentriert und ganz und gar gegenwärtig
und mit allen meinen Gemütskräften, Bewusstseinskräften in diesem Augenblick bin oder ob ich dieses jetzt ausdehne auf weitere Leben, die ist dann letztlich sekundär. Allerdings hat man vielleicht im Hinduismus und Buddhismus die Möglichkeit, ein bisschen vom Stress zu nehmen. Also ich muss das Ziel meines Lebens nicht in diesem einen Leben erreichen. Kann ich auch nicht, wenn man also auch in der buddhistischen Geschichte natürlich anschaut, die meisten Menschen leben ziemlich neben oder nicht so ganz entsprechend den buddhistischen Zielen. Ich muss und kann das nicht in diesem einen Leben erreichen, sondern ich habe viele Möglichkeiten. Also die Reinkarnation wird dort auch sehr stark als ein pädagogisches Motiv verwendet. Mhm. Wie es wirklich ist, in Anführungsstriche, darauf gibt der Buddha keine Antwort, sondern er sagt, wenn du die tiefe geistige Erfahrung hast, dann weißt du es selbst. Wenn du die aber nicht hast und ich versuche es dir zu beschreiben, wirst du es missverstehen, weil es sich in Sprache, die ja an Dualitäten gebunden ist, die Raum und Zeit unterscheidet, vorher und nachher unterscheidet, weil es sich in solcher Sprache nicht sagen lässt. Wenn wir uns gleichwohl Gedanken darüber machen wollten, würde ich sagen, müsste ja von Reinkarnation zu Reinkarnation etwas weitergehen, dass so was wie eine Gedächtnismöglichkeit hätte, damit das Ganze Sinn macht. Denn wenn es immer wieder ein Neuanfang ist, ohne Erinnerung, dann wäre es ja eigentlich ein sinnloses Unterfangen. Schauen Sie, das führt uns ins Zentrum der buddhistischen Philosophie und des buddhistischen Menschenbildes. Es ist nach buddhistischer Auffassung keine Seele, die von Körper zu Körper springen würde. Es ist kein Ich, was mehr oder weniger identisch bleibt und nur den Körper wechselt, so wie eine Schlange die Haut wechselt oder so wie, was weiß ich, das ist ein berühmtes Bild aus einer anderen indischen Tradition, der Bhagavad Gita, wie also zum Beispiel eine Raupe von einem Blatt auf das andere wechselt. Also ein Teil weitergeht und das andere nur abstößt. Sondern nach buddhistischer Vorstellung handelt es sich, und ich gebe ein klassisches Beispiel aus den Pali-Kanon, also der frühen Theravada-Tradition, handelt es sich darum, dass eine Energie weitergegeben wird, so wie eine Flamme an einer anderen entzündet wird. Nun kann man fragen, was ist die Flamme eigentlich? Es ist eine Energie, es ist ein Impuls, nicht eine Substanz, auch keine substanzielle Ich-Identität, sondern eine Energie. Wir könnten sagen vielleicht, aber das ist jetzt sehr abstrakt, ein Feld von Konditionierung. Das, was ich jetzt bin, bin ich nicht nur aufgrund meiner Erfahrungen seit der Geburt, wobei natürlich jetzt auch schon, was heißt seit der Geburt, wir wissen, dass intrauterin natürlich auch schon entsprechende Erfahrungen vorliegen, wie weit wir das zurückverfolgen können, ist umstritten. Jedenfalls, dass die Umstände, in denen ich geboren bin, die Eltern, die genetische Ausstattung, mit der ich komme, ja immer schon Konditionierungen sind. Das gehört also zu diesem gesamten Gewebe von gegenseitiger Abhängigkeit. Buddhismus spricht von dem Entstehen aller Dinge in gegenseitiger Abhängigkeit. Pratityasamutpada ist der Fachbegriff, dass dies keinen Anfang hat, sondern es sind immer schon Bedingungen des Lebens, die zu neuem Leben führen. Und zwar Bedingungen sowohl körperlicher Art als auch geistiger Art. Diese Unterscheidung, die wir so strikt zu machen gewohnt sind aufgrund unserer philosophischen Traditionen zwischen Körper und Geist, zwischen Materiellem und Geistigem, die kennt man in dieser Weise im Buddhismus nicht, sondern das sind gleichsam verschiedene Ebenen oder Äußerungsformen von ein und demselben Geschehen. Das Materielle und das Geistige sind weder Gegensätze noch zwei Welten, sondern sind zwei unterschiedliche, wie soll ich sagen, Intensitätsformen oder Grade ein und derselben Wirklichkeit. Und eins beeinflusst natürlich das andere. Und in diesem Sinne wäre dann vielleicht buddhistisch die Vorstellung der Reinkarnation zu sehen. Das heißt, wenn ich davon ausgehen würde von Reinkarnation, wäre es prinzipiell möglich, sich zu erinnern an frühere Inkarnationen. Ja, das ist ja geradezu der Anspruch, nicht wahr? Der Buddha, das ist ein bisschen die legendäre Lebensgeschichte des Buddha. Der Anspruch ist der, dass er sich in dieser Versenkung, erst wird dann unterschieden, der ersten Nachtwache, der zweiten Nachtwache, der dritten, also nacheinander, seiner eigenen vorigen Existenzen erinnern konnte.
und dann in einer noch tieferen Stufe der Versenkung der früheren Existenzen aller Wesen. Ich glaube nicht, dass das bedeutet oder dass die frühen Buddhisten gemeint haben, dass der Buddha nun in dieser Erfahrung alle einzelnen Ereignisse aller Lebewesen der gesamten Welt, Milliarden, Milliarden von Lebewesen, erinnern kann, so wie wir vielleicht, bestimmte mathematische Formeln quantitativ nacheinander erinnern, sondern er hat, das ist jetzt meine Interpretation, in dieser tiefen Erfahrung den Zusammenhang, die Einheit aller Lebewesen gespürt. Wenn es heißt, er weiß, wie viele Sandkörnchen am Ganges sind, dann ist das nicht eine bestimmte Zahl hoch so und so viel, sondern das bedeutet, dass alle Ereignisse, alle Geschehnisse, wir würden vielleicht modern sagen, die Struktur des Pudels Kern, das, was hinter den Erscheinungen steckt, ihn in einer tiefen Erfahrung, die intuitiv ist, aber gleichzeitig ganz wach und geistig klar bewusst geworden ist. Sprechen wir von den ethischen Konsequenzen. Einerseits würde das bedeuten, die Reinkarnation bietet nicht die Möglichkeit, etwas zu verschieben. Ich habe ja noch mal eine zweite Chance, sondern sie verweist auf das Leben hier. Genau gleich, wie es in der christlichen Sicht nicht so ist, dass man sagt, ach ja, ich komme ja mal in den Himmel, dort wird alles besser, sondern eigentlich beide Traditionen darauf hinweisen, jetzt hier zu leben. Wissen Sie, mir scheint, ich habe lange in Indien gelebt und habe die Menschen auch entsprechend befragt, mit denen ich zu tun hatte, Intellektuelle, Bauern auf den Dörfern, alles mögliche. Mir scheint, dass genauso wie die christlichen Heilsvorstellungen, auch die indischen Reinkarnationsvorstellungen so oder so gebraucht werden können. Sie können als Vertröstung gebraucht werden, gerade auch, und hier wird es dann soziologisch und politisch interessant, von Herrschenden gegenüber Beherrschten. Also du bist jetzt beherrscht und du kuschst besser und verhältst dich stille gegenüber meiner Herrschaft, denn du hast im vorigen Leben dies und das getan und dein jetziges Schicksal ist das Folge der vergangenen Leben, also bist du jetzt Sklave und verhältst dich besser entsprechend. Es kann so interpretiert werden, ist auch in der Geschichte so interpretiert worden, um Macht und Druck auszuüben und der Bewegung des Lebens geradezu entgegenzuwirken. Aber es kann auch motivierend sein. Es kann auch in dem Sinne interpretiert werden und ist so immer wieder interpretiert worden. Ich habe jetzt die Chance, mein Leben zu gestalten. Ich bin zwar in einer Situation körperlich leidend oder sozial leidend oder dies oder das, aber ich kann angesichts der Freiheit meines Bewusstseins, meinen Geist zu entwickeln, meinen Zustand tatsächlich verändern. Das kommt nicht einfach von einem Gott, auch das gibt es natürlich in Indien, aber nicht im Buddhismus. Das kommt nicht von außen, sondern die Kraft, die ich habe, die göttliche Kraft in mir oder die Buddha-Kraft, die Buddha-Natur, das ist etwas, was durch alle meine Sinne und durch die Vermögen meines Bewusstseins, den Willen ebenso wie die Erkenntnis wirkt. Sie sprechen jetzt schon vom Menschenbild in buddhistischer Sicht. Gehen wir einen Schritt weiter. Es sind einige Aspekte buddhistischer Philosophie. Wie sieht der Buddhismus den Menschen, zum Beispiel im Vergleich mit den anderen Lebewesen? Es hat zu meiner Studentenzeit in den 60er Jahren ein Buch gegeben von dem berühmten politischen Theologen Helmut Gollwitzer, der auch in der 68er Zeit eine Rolle gespielt hat, unter dem Titel Krummes Holz, aufrechter Gang. Da wurde eine Anthropologie, also eine Lehre vom Menschen, entworfen unter diesem Bild krummes Holz, das stammt von Kant. Der Mensch ist ein krummes Holz, also nicht so ganz seiner selbst mächtig. Und aufrechter Gang, das ist ein Zitat des marxistischen Philosophen Ernst Bloch. Und zwischen diesen beiden entwickelt sich sozusagen dann auch das christliche Menschenbild, also Sünder und Gerechtfertigten mit klassischer christlicher Sprache und so weiter. Der Buddhismus ist von solchen Dichotomien eher frei, sondern der Mensch ist etwas Besonderes, weil er Bewusstsein hat und dieses Bewusstsein auch frei gebrauchen kann. Er kann also erkennen und kann aufgrund der Erkenntnis nicht nur sein Handeln, sondern auch die Art und Weise, wie sein Bewusstsein funktioniert, steuern. Das heißt, er kann Bewusstseinstraining betreiben, er kann sich konzentrieren lernen, er kann Achtsamkeit lernen, er kann lernen, ständig mit hasserfüllten
Triebimpulsen zu reagieren, auf etwas, das nicht zu unterdrücken, sondern zu überwinden, weil er die Ursprünge überwinden kann und so weiter. Das ist die buddhistische Übungspraxis. Der Mensch hat also ein Potenzial, oder der Mensch ist ein Potenzial geistiger Kräfte, das sich allmählich entwickelt und nun eben unter Umständen über viele Inkarnationen hinweg. Im Zen spielen die Inkarnationen nicht so eine Rolle, sondern hier und jetzt, dieser Tag. Oder ein berühmtes Zen-Spruch aus Japan, wenn nicht jetzt, wann dann? Der Mensch ist also ein Potenzial. Er hat, so heißt es, die Buddha-Natur, die Fähigkeit zur Buddhaschaft und entwickelt sich. Aber er ist in dieser Entwicklung eingebunden in den naturhaften Zusammenhang mit allen Lebewesen. Und das sind im Buddhismus noch mehr als die Pflanzen und Tiere, sondern da kommen eben auch noch Existenzen, die wir mit Engelhierarchien oder sowas bezeichnen würden, göttlichen Hierarchien, also auch unseren Sinnen unsichtbare geistige Existenzen hinzu. Jetzt schauen wir mal, wie das in der Praxis ausschaut. Buddha war eine historische Figur. Er hat die Erleuchtung erlangt und dieses Erlebnis, obwohl er lange gezögert hat, dann gleichwohl weitergegeben und hat einen Mönchsorden gegründet. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Mönchen und Laien im Buddhismus? Ist es so, dass die Mönche über den Laien stehen? Ja, also das ist eine deutlich hierarchische Entwicklung, kulturgeschichtliche Entwicklung. Jedenfalls zunächst im frühen Buddhismus. Buddha hat einen Mönchsorden gegründet. Es gab übrigens schon viele sogenannte Sramaneras, also herumwandernde Mönche, was neu ist und insofern gewisse Parallele vielleicht auch zu Benedikt hat, ist die Stabilitas Loci, die zumindest für die größte Zeit des Jahres, also außer der Regenzeit, fest lokalisierte. Also Benedikt, der Ordensgründer, der Benediktiner. Genau, feste Gemeinschaften geschaffen hat. Damit musste auch eine bestimmte Sozialregel gegeben werden, wie man zusammenlebt, wie man Streitfragen klärt. Mhm. Es kommt also zu demokratischen Entwicklungen innerhalb der Mönchsgemeinschaft. Damit wird ein Modell gegeben, was den anderen Modellen, also wesentlich hierarchischer organisierten Modellen im alten Indien, entgegensteht. Buddhismus hat damit eine ganz große kulturgeschichtliche, also auch politikgeschichtliche Leistung vollbracht. Er hat dann aber auch noch zu Lebzeiten des Buddha, nach ziemlichen Auseinandersetzungen, einen Nonnenorden gegründet. Mhm. Die Mönche heißen die Bhikshus und die Nonnen die Bhikshunis. Die Nonnen waren und sind bis heute meistens untergeordnet. Es hat dort Cum Grano Salis, das heißt im Allgemeinen gesehen eine Hierarchie von Männern und Frauen gegeben, wie in anderen Religionen auch. Das ist durch diese kulturgeschichtlichen Entwicklungen bedingt. Und heute versucht man das im Buddhismus genauso zu verändern wie etwa in verschiedenen christlichen Konfessionen. Die Laien sind natürlich ja nicht frei, sie haben einfach nicht die Zeit, sich wirklich der buddhistischen Meditation zu widmen, die Übungen nachzuvollziehen, auch das Studium zu betreiben. Buddhismus immer beides, das Meditative und das intellektuell-kognitive, es gehört immer beides zusammen, sondern sie verwirklichen ihre, ja, der Begriff im Sanskrit ist Punya, sie schaffen positive Bewusstseinsformungen, Punya wird manchmal mit Verdienst übersetzt, aber auch das ist fragwürdig, sie schaffen positive Bewusstseinsformungen dadurch, dass sie spenden, dass sie die Mönche und die Nonnen unterstützen. Die geben dafür dann gelegentlich Belehrungen, haben dann auch Riten und so weiter. Und es ist eine deutliche Hierarchie. Das können Sie heute noch beobachten in Ländern wie Thailand oder Sri Lanka. Viele reisen als Touristen dorthin, sehen, wie hoch verehrt die Mönche sind von der Dorfbevölkerung etwa, wie sie geradezu mit größter Würde durch die Dörfer ziehen. Das ist erstaunlich, weil Sie haben dieses Menschenbild so positiv geschildert und das müsste doch für alle gelten, für Mann und Frau, für Mönche und für Laien. Theoretisch ist das auch so, aber die Praxis sieht ja bekanntlich in allen Religionen und natürlich in unser aller Leben, aber auch im Buddhismus anders aus. Es gibt sogar Gebete, ich zitiere jetzt keinen Theravada, sondern einen Mahayana-Buddhisten, wo dieser Graben von Laien und Mönchen eher weiter überwunden worden ist.
von Shantideva, der betet, mögen alle Frauen als Männer wiedergeboren werden. Mhm. Also sicherlich nicht die beste aller möglichen Welten, aber der Grund ist der, dass man eben der, aus kulturellen Gründen der Meinung war, eigentlich haben Männer die besseren Chancen, ihren Geist zu trainieren und zur Ruhe des Geistes zu kommen. Das hängt mit sexuellen Vorurteilen zusammen, aber auch mit sozialen Statusfragen. Das ist im Buddhismus nicht anders als im Hinduismus oder in anderen Kulturen. Und gibt es da Reformbewegungen? Ja, gibt es große Reformbewegungen, schon seit dem 19. Jahrhundert, aber besonders jetzt im 20. Jahrhundert, in allen buddhistischen Ländern, die ich kenne. Es gibt eine buddhistische Frauenorganisation, in der Nonnen ganz führend sind, weil das die gebildeten Schichten sind, aber auch Laien ganz stark engagiert sind. Sakyadita, die Töchter des Buddha nennen sie sich. Der Dalai Lama selbst ist vielleicht die herausragendste oder auch bekannteste Figur, die diese Frauen, die Entwicklung des Nonnenordens, aber auch der weiblichen Laienfrömmigkeit fordert und fördert. Zum Teil natürlich gegen Widerstände von Hierarchien, von Klosterhierarchien, wie wir das natürlich überall kennen. Also da ist viel in Bewegung und dieser Anspruch von grundsätzlicher Gleichheit in der Philosophie und auch in der Meditationspraxis, der hat natürlich auch in der buddhistischen Geschichte nicht dazu geführt, dass tatsächlich überall diese Gleichheit praktiziert worden wäre. Sondern da sind auch Hierarchien und Ungerechtigkeiten und sowas. Gerade dann wieder auch im Namen einer erstarrten buddhistisch-konservativen Tradition gang und gäbe gewesen und sind es zum Teil auch heute. Sie selber sind stark in die sogenannte Zen-Tradition gegangen. Wie ist es dort? Zen hat eine lange Geschichte durchgemacht. Wir haben aus der frühen Geschichte des Zen, aus dem 6., 5., 6., 6., 7. Jahrhundert, Berichte von großen Laienbewegungen, die Zen praktizieren, wo Frauen engagiert sind, denen genauso die Erleuchtung, die Befreiungserfahrung attestiert wird wie den Männern. Da hat es also Zeiten gegeben, wo Zen geradezu fast sozialrevolutionär oder auch ein bisschen subversiv gegen die Mönchsorden und die würdevollen Bonzen, nicht wahr, der buddhistischen Tradition, die bei Hofe hofiert wurden, wo sich Zen dagegen gestellt hat und als Laienbewegung vom Lande diese Unterschiede weggewischt hat, einschließlich der Geschlechterfrage. Dann gab es Zeiten, und das hängt wiederum mit der Etablierung zusammen, wo Zen also besonders etabliert war, in der Tang-Zeit, später auch in der Sung, aber dann besonders in Japan, wo Zen staatstragend oder klostertragend wurde, zum Beispiel in der Kyoto-Zeit in Japan oder ganz besonders in der Muromachi-Zeit, dass dort natürlich die Hierarchien zementiert wurden und damit auch wieder Mönche als reiner galten, als Frauen und die Frauenorden als Institution eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Sie können es auch an Zahlen sehen. Es gibt ganz wenige Frauenklöster, Zen-Klöster in Japan, aber doch noch eine ganze Reihe von Männerklöstern. Jetzt, Sie praktizieren Zen, das ist eine Meditationsform. Warum sollte man stundenlang hocken und dabei auch noch nichts denken? Ja, warum sollte man nicht? Die klassische Erklärung ist vielleicht die, es gibt zwei Kräfte im Menschen. Das Atemholen, Einatmen und das Ausatmen. Und beides muss geübt werden. Und zwischen beiden liegt sowohl nach der Einatmung als auch nach der Ausatmung eine gewisse Ruhepause. Diese Atemtechnik, oder nun jetzt diese Ruhepausen entsprechend zu verlängern und als Konzentrationshilfen einzubauen, ist in Indien uralt. Und sie kann übertragen werden auf unseren ganzen Lebensstil. Es gibt Zeiten der Aktivität und es gibt Zeiten des Innehaltens. Es gibt Zeiten des auf etwas Zugehens und des sich selber Zurücknehmens. Die kennen das am besten vielleicht, oder viele Zuhörer, beim Judo, bei den sogenannten Kampfkünsten. Dort besteht die Kraft gerade darin, sich zurückzunehmen und dadurch mit dem Impuls und der Energie des Gegners den Gegner zu Fall zu bringen. Ganz ähnlich ist das im Zen. Das Sitzen ist keine Kasteiung oder kein Rückzug vom Leben,
sondern ist, wenn man so will, eine, wenn Sie ein Aufzieh, was weiß ich, ein Aufziehspielzeug haben, ist das Aufziehen, damit dann die Energie tatsächlich kommt und damit wir ungebremst und aber intellektuell klar und gut gesteuert, also nicht einfach von Triebimpulsen geleitet, aber ungebremst die ganze Lebendigkeit des Augenblicks ausschöpfen. Das heißt, diese Schulung der Wahrheit, also wenn man eben nicht schläft, wenn man meditiert, die wird dann übertragen im Alltag auf sofort, die Handlung? Sofort. Nicht wahr? Im Zen-Kloster ist, oder in der Zen-Schulung, auch so wie wir sie hier in Europa praktizieren, Sie sprachen ja vorhin, dass wir hier natürlich ganz genauso wie in Japan auch Sessions geben, sogenannte Meditationskurse. Da spielt das Sitzen in der formellen Sitzhaltung die eine, oder hat eine bestimmte Rolle, aber genauso die Art und Weise, wie wir essen, die Art und Weise, wie wir gehen, die Art und Weise, wie wir also dann in der Küche das Gemüse putzen oder die Teller abwaschen. All das ist genauso Schulung wie das formelle Sitzen. Das dient der Stabilisierung der Körperenergien. Wenn die Körperenergien stabilisiert wird, sind, stabilisiert sich der Atem. Der ist sozusagen das Scharnier, das Bindeglied zwischen körperlicher Ebene und geistiger Ebene. Und wenn der Atem stabilisiert ist, beruhigen sich damit auch die Emotionen. Wenn die stabilisiert sind, kann das Bewusstsein, das Denken ruhig werden, konzentriert werden und auf seinen eigenen Grund schauen. Das Bild, was man seit der chinesischen klassischen Zeit dafür benutzt ist, es ist wie bei einer Wasseroberfläche. Wenn die gekräuselt ist von Gedanken, von Eindrücken, von ständigem Hin und Her, und das ist ja unser aller Erfahrung, nicht wahr? Sobald ich mal ruhig werde, schießt es mir nur so durch den Kopf und es ist völlig chaotisch. Das ist die Wasseroberfläche. Wenn die zur Ruhe kommt, der Wind der Gedanken oder der Wind der Emotionen also mal zur Ruhe gebracht ist, dann beruhigt sich die Wasseroberfläche und die Sedimente im Wasser setzen sich und ich kann tatsächlich bis auf den Grund, auf den Grund des Sees, den Grund des Bewusstseins schauen. Und das ist der Sinn dieser Übung. Sind Sie jetzt eigentlich Buddhist oder Christ? Eine solche Etikettierung verbietet sich, weil meine Lebenserfahrung, und damit folge ich der vieler, großer Meister, lassen mich davon anregen, eines Meister Eckhart oder auch eines Buddha, die ist, dass die Dinge in Bewegung sind. Ich bin als Christ geboren, aufgewachsen und glaube es auch, soweit ich kann, zu sein. Man ist aber ja immer, wie Sie wissen, ein sehr unvollkommener Christ und sehr, na gut. Aber ich versuche jedenfalls aus dieser Tradition meine Kriterien für mein Leben zu finden, so wie ich es verstehen kann. Das hat mich geprägt in meiner Kindheit, das möchte ich auch nicht aufgeben. Ich sagte schon, ich bin mit der Musik aufgewachsen, das ist im Wesentlichen für mich auch die geistliche Musik gewesen, die großen Oratorien, die Messen. Das hat mich so tief geprägt, das ist für mich ganz, ganz wertvoll. Und das sind Bilder der Seele, die zum Sprechen zu bringen eigentlich die Meditation da ist und nicht sie abzuwürgen. Ich bin glücklicherweise aufgewachsen in einer Umgebung, in der ich das Christentum nicht als repressiv erfahren habe. Also in dem Sinne, dass es mich irgendwie einengt oder gar bedrückt. Ganz im Gegenteil. Die buddhistische Erfahrung kam viel später hinzu, als ich also schon bewusst wählen und aussuchen konnte. Und ich versuche in meinen Lebensweg zu integrieren vom Buddhismus, was ich verstehe, was ich integrieren kann, was ich praktizieren kann. Insofern bin ich auch Buddhist. Aber ich würde nie sagen, ich bin Christ und Buddhist zugleich, weil das die Ebenen vermischt. Ich sage gerne, ich möchte ein Christ werden, der sich durch buddhistische Praxis, durch buddhistische Freunde, durch buddhistisches Studium anregen lässt, zu einer tieferen Erfahrung des Menschlichen zu gelangen. Und das ist, wie mir scheint, das Ziel sowohl des Christentums als auch des Buddhismus. Fragen wir noch nach den Konsequenzen gesellschaftlicher Natur unseres Gesprächs, dieses Nachdenkens über buddhistische Philosophie. Sie haben das getan in diesem Buch Wie können wir leben? Ich möchte nur eine Stelle darin erwähnen. Sie schreiben hier, in der heutigen Auseinandersetzung zwischen Religionen und Nationen, zwischen Fundamentalisten und Liberalen aller Art, spielen Identitätskonflikte eine entscheidende Rolle. Dabei erscheinen Pluralismus
und Identitätsstreben oft als Widerspruch. Können Sie das kurz ausführen? Sehen Sie, wir Menschen suchen, ganz egal in welcher Kultur, Sprache, Religion wir aufgewachsen sind, so etwas wie Heimat. Das ist verbunden mit der Suche nach Sicherheit, nach etwas Gewissem, wo man sich auch mal ausruhen kann. Wenn dieses Streben gerade in der frühen Kindheit durch Urerfahrung befriedigt worden ist, dann kann der Mensch sehr gelassen und ruhig und ja neugierig anderes kennenlernen und auch integrieren. Jemand, der in sich sehr wenig gefestigt ist in diesem Sinne oder eine Sicherheit, ein Gefühl von Urvertrauen, sagt man manchmal in der Psychologie, der da sehr wenig von hat, wird lebenslang auf Fremdes, auf anderes mit Abwehr, ja vielleicht sogar mit Aggression reagieren, weil es ihn oder sie bedroht. Mir scheint, dass wir in unserer heutigen Welt, die nun mal viel mehr als jede Zivilisation vorher pluralistisch sich entwickelt, weil wir die Verkehrsmöglichkeiten haben, weil verschiedene Sprachen, Menschen, Rassen, Religionen, Kulturen sich mischen, weil auch die Hierarchien gerade im kulturellen Bereich abgenommen haben. Das heißt, jeder kann das für sich selbst suchen, was ihm als plausibel erscheint. Die Kirche oder der Sankt, der buddhistische Gruppe oder wer auch immer, kann nicht mehr mit dem Schwert drohen. Das heißt, ich bin selbst verantwortlich für meine Lebensgestaltung. Das bedeutet auch eine Bürde, nämlich den Verlust an Sicherheit. Ich habe einen großen Soziologe, Peter L. Berger, hat es so ausgedrückt, ich habe den Zwang zur Häresie. Also ich muss wählen und finden. Was und wie wähle ich aber? Das ist die entscheidende Frage. Was sind die Kriterien? Warum leuchtet mir etwas ein und warum nicht? Und dazu dient nun die buddhistische Bewusstseinsschulung, dass ich mir selbst über meine Motive, über meine Denkbewegung, über meine eigenen Wünsche überhaupt erstmal einigermaßen vorurteilsfrei, ich sage nicht, dass das ganz geht, klar werde. Und das hat eine unmittelbare Bedeutung, natürlich nun nicht nur für meine ganz private, intime Lebensgestaltung der Religion, des letzten Hoffens, Sehnens und Wünschens, sondern politisch. Was bedeutet das für eine Welt, in der scheinbar die Kulturen aufeinanderprallen, in der in vielen Konflikten die Religionen involviert sind? Ja, schauen Sie, es ist ja ganz klar, ich teile also nicht die Meinung des amerikanischen Kollegen Huntington, dass wir wirklich einen Zusammenprall, einen Clash of Civilizations, einen Zusammenprall der Kulturen hätten. Das ist viel komplizierter. Also was hier zusammenprallt, sind Interessen von Ausgebeuteten, Benachteiligten, solchen, die nicht am sozialen, kulturellen, politischen Geschehen teilnehmen können oder die sich zumindest benachteiligt fühlen, von der alles überrollenden Walze einer Zivilisation, nämlich der westlichen, also ganz besonders jetzt in dem Symbol des American Way of Life in der Welt als Popanz dargestellt, die sich nun wehren. Und wie wehren sie sich? Indem sie sich zurückziehen auf vermeintlich Eigenes. Da wird zum Beispiel ein Islam konstruiert, den es so nie gegeben hat. Da wird fundamentalistisch ein Christentum konstruiert, was es so nie gegeben hat. Auch im Buddhismus gibt es solche Strömungen. Da wird eine Reinheit der Lehre des Buddha apostrophiert, die so in der Geschichte nie gegeben hat, weil es immer ganz pluralistisch war. Aber diese Bewegungen erfüllen eine ganz wichtige psychologische Notwendigkeit, nämlich so etwas wie Sicherheit, Eigengestaltungsmöglichkeit zu geben. Und wenn wir lernen, und hier hängt nun alles miteinander zusammen, was wir vorhin erörtert haben, wenn wir lernen zu teilen, abzugeben, nicht die Probleme, die wir in unserer heutigen Welt haben und die ja noch zunehmen werden, dadurch zu lösen, dass wir die anderen mit Gewalt auszulöschen versuchen, sondern sie tatsächlich als Partner auch annehmen, auch wenn ihre Fragen oder ihre Schreie oft schmerzen, wenn wir das aushalten und also Macht, Einfluss, aber auch eigene Wahrheitsansprüche teilen lernen, dann entwickelt sich eine Kultur immer noch des Streites. Und das wird wohl auch so bleiben, aber eines produktiven Streites, in dem wir miteinander umgehen und nicht gegeneinander uns auszulöschen versuchen. Und genau da sind wir wieder bei dieser Daseinsanalyse des Leidens, der Gier,
des den anderen überstülpen Wollens, des Projizierens, die aufgelöst werden muss. Das ist also nicht nur eine individuelle Frage, sondern eine Frage an die Politik, an die Wirtschaft und so weiter. Und die Details dazu versuche ich in diesem Buch ein bisschen zu erörtern. Herr Vonbrück, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.